Ramschware Hundebabys. Nachschub für ein skrupelloses Geschäft. Täglich hundertfach auf deutschen Straßen. Tierschützer haben dem illegalen Welpenhandel den Kampf angesagt. Okay, sie hat ihn. Nehmen wir raus. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Schnell, der Hund! Mafia sind diese kleinen Hundewelpen nichts anderes als Geldmalanlagen, und wenn sie keinen Profit bringen, schmeißen sie Tiere auf die Straße wie Müll, und das ist nicht eine Ausnahme, eine traurige, das ist die Regel. Das Büro der Tierschutzorganisation PETA in Berlin-Neukölln. Jeden Tag durchstöbert der ehemalige Tierpfleger Stefan Klippstein das Netz nach verdächtigen Angeboten für Hundebabys. Er braucht nicht lange zu suchen. Es gibt sie hundertfach. Der illegale Welpenhandel ist ein Riesenproblem in Deutschland, aber auch ganz Europa. Es werden Tausende von Hunden allein in Deutschland verkauft. In Berlin sind das 250 Hunde pro Woche. Es gibt mittlerweile so einen großen Drang nach Hunden in der Bevölkerung. Und so viele Hunde können seriöse Züchter gar nicht produzieren, wie eben der Markt benötigt. Und deswegen wird das alles aus Europa angekarrt und hier verkauft. Fast jeder illegale Deal beginnt mit einem Inserat auf einer Verkaufsplattform. Ja, das hier ist ein typisches Beispiel. Zwergdackel-Chihuahua-Mixwelpe. Allein schon die Überschrift falsch geschrieben, mit Chihuahua. Und dann ganz auffällig, dass die Bilder in einem Keller gemacht wurden. Ein seriöser Hundezüchter würde den ganzen Wurf präsentieren, Dokumente einstellen, einen Zuchtnamen haben. Dann der Preis 350 Euro, schon sehr verdächtig. Marie-Louise Ernst war auf solch eine Anzeige hereingefallen. Zu groß war die Versuchung, billig an ein süßes Knuddeltier zu kommen. Doch das Ergebnis war eine kleine Tragödie. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Büro und dann besprechen wir das Ganze. Alles klar. Nun sucht sie Rat und Unterstützung bei Stefan Klippstein. Sie erzählt die Geschichte ihres Hundebabys. War ängstlich, wollte eigentlich nur schlafen. Und Dienstag hat es halt alles angefangen mit Durchfall, Erbrechen. Dann sind wir zum Tierarzt, hat sie Antibiotikum gekriegt und noch mal einen Tropf, damit sie wegen die Flüssigkeiten. Dann haben wir sie ein bisschen in Ruhe gelassen, eine Stunde. Dann wollten wir sie aus dem Körbchen rausnehmen und dann ist sie einfach nur zusammengebrochen. War zwar noch da gewesen, aber ist einfach nur zusammengebrochen, hat sie die Augen gerollt. Und dann ist sie von Sonntag zu Montag verstorben. Okay. Ja. Milla. Das kleine Hundemädchen wurde nur wenige Wochen alt. War schon traurig, meine Tochter zu erzählen, dass der Hund tot ist. Also eine Zweijährige kann man das nicht so. Alles gut. Eine Zweijährige kann man es halt nicht so einfach erklären, dass der Hund tot ist und er kommt auch nie wieder. Ich habe es halt versucht, zu ihr zu sagen, ja, der Hund schläft, der ist jetzt im Himmel, wo die Sonne lacht. Ja, bis heute, und das ist schon 4 Wochen her, bis heute fragt sie immer noch nach dem Hund, wo Miller ist. Die Welpen aus dem Onlinehandel werden meist nicht artgerecht gehalten und sind oft krank. Den Händlern ist das egal. Sie wollen möglichst viel Gewinn machen. Genauso wie der Waffen- und Drogenhandel ist der Welpenhandel organisiert. Wir haben Leute, die in Polen zum Beispiel oder Tschechien die Hunde züchten. Wir haben Importeure, die die Tiere nach Deutschland bringen, illegal, also schmuggeln, zum Teil in großen Transporten. Dann haben wir Leute, die Tiere wiederum aufkaufen. Und dann, wie beim Drogenhandel, kleine Leute, die für Geld angeheuert werden auf Provision, diese Tiere zu verkaufen auf der Straße, die quasi die Drecksarbeit machen für die Hintermänner, die dann abkassieren und richtig Cash machen. Seit Jahren sammelt Stefan Klippstein Informationen über die Welpenmafia in Berlin.
An die Hintermänner, diejenigen, die das große Geld machen, kommt er alleine aber nicht heran. Ein Treffen mit Cornelia Neumann in Spandau. Auch sie hatte über das Netz einen Welpen gekauft. Dann haben sie quasi 130 Euro ihm gegeben. Genau. Und dann ist er einfach von dannen gezogen. Der hat das Geld gehabt und der ist dann auch wirklich eigentlich gleich gegangen. Haben Sie eine Anzeige bei der Polizei gemacht oder irgendwie was an die Behörde? Ich habe eine über die Online-Wache, also ich habe es online gemacht auf den Abend und habe das halt zur Anzeige gebracht und habe halt auch eine Täterbeschreibung abgegeben, halt wie, wo, wann, was passiert ist, Telefonnummern von den Tätern. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie mir das, was Sie von der Polizei, was Sie der Polizei geschickt haben, einfach mir noch per E-Mail schicken. Mhm. Dann kann ich nämlich versuchen, über die Anzeigen im Internet ihn zu kontaktieren, ihm eine Falle zu stellen, ihn zu überführen, weil die Polizei darf aus rechtlichen Gründen keine Scheinkäufe durchführen, das der Polizei untersagt. Und dann müsste ich quasi einen Scheinkauf ausmachen mit dem Mann, versuchen ihn zu treffen, dann die Polizei hinzurufen und dann können wir quasi erst dafür sorgen, dass er dafür auch bestraft wird, dass er den Hund illegal verkauft hat. Auch für Cornelia Neumann begann mit dem Kauf eine Zeit des Hoffens und Bangens um das Leben ihrer kleinen Cookie. Fast jeden Tag ein Besuch in der Praxis der Tierärztin Jeanette Köpsel. Seit Monaten. Cookie, bitte. Der scheinbar günstige Kauf, nun plötzlich ein Fass ohne Boden. Die Ärztin ist kulant und ermöglicht Cornelia Neumann günstige Zahlungskonditionen. Noch immer ist der kleine Hund nicht hundertprozentig fit. Sie war viel zu jung. Sie hatte einen dicken, prallen Wurmbauch. Sie war voller Parasiten sämtlicher Art. Sie werden ja normalerweise frühestens mit 8 Wochen in die Welt abgegeben. Bei kleinen Rassen eigentlich eher mit 10 oder 12 Wochen. Und mit 4, 5, 6 Wochen sieht man diese Welpen ja eben schon auf dem Markt, manchmal sogar schon mit 3 Wochen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht auch noch Infektionskrankheiten mit sich nimmt oder eben einfach Verwurmung, Harling und Ähnlichem, stirbt in den ersten 14 Tagen leider sehr groß. Und das ist eben das Dramatische, nicht? Also alle Leute denken immer, sie retten solch einen kleinen Hund. Aber das Problem ist eigentlich, dass man den Markt damit nur noch weiter am Leben hält. Und die kriminelle Energie dieser Leute wird immer größer. Von Berlin mit Stefan Klippstein in den Bayerischen Wald. Und von dort dann in eine der Regionen, die den Welpenhandel in Deutschland mit lebender Ware versorgen. Fürth im Wald, an der tschechischen Grenze. Stefan Klippstein trifft eine alte Bekannte, die Tierschützerin Martina Lackner. Die beiden sind ein eingespieltes Team, haben gemeinsam schon Hundehändler in Polen hochgehen lassen. Nun wollen sie den tschechischen Markt unter die Lupe nehmen. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Ich denke, dass wir uns einfach durchfragen müssen auf dem Markt, uns als Hundehändler ausgeben. Ich würde sagen aus Nürnberg, dass wir aus Nürnberg sind, regelmäßig Hunde verkaufen wollen. So ist es, genau. Nürnberg ist ja auch so ein Hotspot der Hundemafia, wo ganz viele Hunde verkauft werden in Deutschland. Das Tierheim wird ja überflutet mit beschlagnahmten Hunden. Ich würde sagen, wir wollen Hunde kaufen, regelmäßig. Vielleicht wäre es natürlich super, wenn wir sehen, wie werden die Hunde eigentlich gehalten, gezüchtet. Ich habe im Internet gelesen, dass sie zum Teil auch die ausgedehnten Zuchthunde dort verscherpeln für 20 Euro, weil sie sagen, das müssen wir sie ja totschlagen. Und muss einfach gucken, was passiert und nachhaken, rumfragen. Es sind nur wenige Minuten Fahrt bis zur Grenze. Ja, jetzt sind wir schon in Tschechien. Ja, so schnell geht's. Ja, siehst du, es gibt doch keine Grenzkontrollen, das ist tatsächlich ein großes Problem, ne? Ja. Ich kann schnell was holen, wieder zurückfahren. Ja, klar. Die Tiere werden illegal eingeführt. Einer der vielen sogenannten Asiamärkte, direkt an der Grenze zu Deutschland. Hier verkaufen vor allem Vietnamesen billige Textilien, Alkohol und Zigaretten. Die Tierschützer haben Informationen, dass auf diesen Märkten auch Hundebabys angeboten werden. Das wollen die beiden nun vor Ort überprüfen. Stefan und Martina werden mit mehreren versteckten Kameras ausgerüstet. Zusätzlich begleitet sie der Reporter, ebenfalls mit versteckter Kamera. Dann geht es mitten hinein. Eine Undercover-Recherche aus mehreren Perspektiven. Um aufzuklären, wie sich die illegalen Hundehändler ihre lebende Ware besorgen. Nach einiger Zeit eine erste Spur. Hallo. Guten Tag. Hallo. Er verkauft normalerweise welche. Ja. Aber heute ist gar nichts. Zu spät. Ich habe keine mehr. Na, das ist ja doof. Wir sind extra aus Nürnberg hierher gekommen. Ich weiß, aber so viele Leute wollen.
Telefonnummern werden getauscht. Wenn der Händler wieder Hunde hat, wird er sich melden. Weil dann bleiben wir in Kontakt und dann rufen wir sie immer an. Und dann können sie mir ja sagen, ob sie Hunde haben. Und dann noch ein Tipp, wo vielleicht heute noch Hunde zu bekommen sind. Es gibt einen anderen Markt, Rovendrop. Rovendrop? Ja. Ein anderer Ort. Markt. Rovendrop. Rovendrop. Anderer Markt, an der Grenze, dort an der Grenze. Ja. An der Grenze. Okay. Kilometer Fahrt. Ein weiterer Asiamarkt. Auch hier billige Textilien, Alkoholika, Zigaretten. Und Hunde? Stimmt der Tipp des Hundehalters? Stefan Klippstein und Martina Lackner fragen sich wieder durch. Wir suchen kleine Hunde. Alles super. Alles super, ja. Und diesmal offensichtlich mit Erfolg. Zwei Stunden sind die beiden verschwunden. Und kommen dann adrenalingeladen wieder. Mit einer abenteuerlichen Geschichte. Erzählt mal. Naja, also der Tipp war wohl richtig. Es werden hier Hunde verkauft. Muss ein bisschen rumfragen. Manche sind misstrauisch, manche sind total offen. Ja. Wir haben überall Hunde angeboten bekommen und immer wieder einen Tipp bekommen für einen Laden. Ja, ja. Ich habe das erst gar nicht glauben können, als man mir gesagt hat, ja, da sind die Hunde. Ich habe die erst gar nicht gesehen, weil ich nicht der Annahme war, dass die direkt im Laden verkauft werden. Die Welpen sollen kleine Beagle sein, sagen die Händler. Angeblich mit vollständigen Papieren und gesund. Wie alt sind die jetzt? Mit Impfung, 12 Wochen. 12 Wochen. Die tschechischen Tierschutzgesetze sind lax. Doch so darf man Hunde auch hier nicht halten. Was kosten die denn? Einer. Ja. Wie viel? 390. 390. 390. Ein Spottpreis für einen Beagle-Welpen. Bei seriösen Züchtern kosten sie das Dreifache. Sind angekettet ohne Futter, Wasser auf dem kalten Boden, auf einem Papppapier quasi. Was erschreckend war dann natürlich, als wir im Gespräch verwickelt waren, dann habe ich durch die Glastür gesehen, dass noch Hunde innen drin, im Ladengeschäft sozusagen, es abgeschlossen war, dass die da rumspazieren. Genau, dann im Karton, auf Vorrat, im Laden. Nee, schau mal, wie die zittern. Nee, die sind 6 Wochen alt. Wir können mal. Es tut mir so leid, echt. Oh Gott, ich brech mir nicht das Herz und guck mich so an. Man weiß, wie man es macht hier, ne? Weil dieser Niedlichkeitsfaktor einfach direkt da ist vor Ort. Und dann die Kinder verlieben sich direkt in den Hund und dann fangen sie das Quengeln an. Ach Mama, ich will so einen Hund. Mir kommt da die Galle hoch, wenn ich sehe, dass so 6 Wochen alte Welpen zitternd im Karton sitzen, ohne alles. Sie müssten bei ihrer Mutter sein, bräuchten Wärme, Rotlichtlampe, Futter. Haben sie alles nicht. Martina und Stefan möchten die Eltern der Pinscher-Welpen sehen. Das ist bei seriösen Züchtern eine Selbstverständlichkeit. Können wir zu Hause gucken? Können wir Mama, Papa gucken? Wie Mama und Papa aussehen? Kauft man den für 1000 Euro Hunde, wenn man den Mama, Papa live sehen? Ich habe gesagt, Fotos gucken, Bilder gucken. Richtig. Wir wollen richtig live. Wir fahren zu dir nach Hause? Wir würden auch hin. Nein. Schließlich gibt die Händlerin nach.
Das große Geschäft lockt. Wir wussten gar nicht, wo es hingeht. Also es hätte ja auch sein können, dass, ne, die hat zwar einen lieben Eindruck gemacht, aber man weiß ja trotzdem, ne, eben ist immer trotzdem so ein bisschen kritisch, wo geht's jetzt hin? Aber wir sind tatsächlich in einer Wohnsiedlung dann gelandet. Das war eine Wohnsiedlung, da haben wir ganz viele Hunde bellen gehört, wo sie nach Hause kam. Sie hat uns nicht reingelassen, war nicht möglich mit reinzukommen. Sie hat dann aber Mutter und Vater angeblich von diesen drei kleinen Welpen gebracht. Der Anblick der Elterntiere schockiert die beiden Tierschützer. Doch sie hatten es eigentlich nicht anders erwartet. Das Muttertier macht den Eindruck, als ob es ständig trächtig gewesen sei. Diese Hündin, meine Gebärmaschine schlechthin, die muss dutzende Würfe gehabt haben in ihrem Leben, die ein riesen Gesäuge am Boden schleifte und das hat sie uns als Muttertier verkauft. Sie wurde sehr schnell sehr misstrauisch, wo ich das Gesäuge angesprochen habe. Aber letzten Endes haben wir jetzt den Stand der Dinge, dass wir jetzt sie über Facebook kontaktieren können. Wir haben gesagt, großes Business, wir wollen großes Business machen. Der Kontakt steht. Nun könnten die Tierschützer regelmäßig Lebendware kaufen und nach Deutschland schaffen. Ich bin seit 18 Jahren hier. 18 Jahre? Ja. Immer Hunde verkauft, 18 Jahre. Ich habe immer Hunde. Wenn du kommst, habe ich Hunde. Immer Hunde nach Deutschland. Was sie aber auch gesagt hat, dass sie sie nicht liefern wird. Ja. Sie will das nur in Tschechien machen, aber es ist ja alles kein Problem, alles in Ordnung, im Zoll kein Problem. Die Polizei würde eben nur nach Zigaretten und Markenware schauen. Genau. Du hast Facebook? Ich habe Facebook. Facebook? Facebook! Ja, genau, können wir über Facebook schreiben? Super. Das ist ja auch meine Erfahrung, dass Facebook so ein bisschen das Darknet der Hundemafia ist. Da kann man das sehr gut machen, unerkannt, ohne Zugriff von anderen Leuten. Und da möchte sie quasi, hat sie uns jetzt auf so einem Zettelchen hier aufgeschrieben, auf die Pappe, sollen wir sie kontaktieren. Und dann hat sie uns wieder zurückgebracht. Auf diese Weise kommen also tausende Hundebabys aus Tschechien und Polen nach Deutschland. Zurück in Berlin. Stefan Klipstein möchte dem Händler, der Cornelia Neumann die kleine Cookie verkauft hat, nun eine Falle stellen. Er hat mit ihm per Mail einen Treffpunkt ausgemacht. Und er hat auch die Telefonnummer. Marie-Louise Ernst hat den Mut, den Lockvogel zu spielen. Hi, hier ist Sabine. Und zwar, ich habe gerade Schluss von Arbeit und würde jetzt dorthin kommen. Ja, ja, aber wo hast du meine Nummer her, Sabine? Wie bitte? Wo hast du meine Nummer her? Die habe ich von einer Freundin bekommen. Die hat nämlich auch einen Hund bei ihnen gekauft gehabt. Und den fand ich so süß und habe gefragt, wo sie den her hat. Und hat sie gesagt, hier, der müsste noch welche haben, Welpen haben. Okay, kommst du alleine? Wie bitte? Kommst du alleine? Ich komme alleine. Halbe Stunde? Halbe Stunde ungefähr? Bis gleich. Alles klar. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Mit Puls. Er hat angebissen, ne? Ja, aber war misstrauisch. Die Fahrt geht nach Berlin-Reinickendorf, zum Franz-Neumann-Platz. Dort ist ein Hotspot des Welpenhandels. Man weiß nie, was passiert. Es kann alles passieren. Er kommt nicht, er rennt weg, man fliegt auf, man wird angegriffen. Das ist aber selten der Fall. Ganz wichtig auf jeden Fall, den Hund sofort auf den Arm nehmen, ja, nicht mehr loslassen und verteidigen wie das eigene Kind. Also okay, kann nichts passieren, wir passen auf dich auf. Die Polizei ist informiert, das Veterinäramt. Okay. Ich muss einfach gucken, was passiert ist. Der Händler hat Marie-Louise vor eine Sparkasse bestellt. Dann passiert erst einmal nichts. Schließlich klingelt ihr Telefon. Sie hat einen Anruf bekommen offensichtlich, weil ich das sehen konnte. Das ist ganz typisch. Jetzt wird man versuchen, sie irgendwie wegzulocken, nochmal abzuklopfen. Dann kommt sie wirklich alleine, weil die extrem misstrauisch sind. Ein Späher, der Hundehändler, beobachtet Marie-Louise. Doch er merkt nichts, gibt grünes Licht. Wieder ein Anruf.
hat sie jetzt um die Ecke gelotst. Das macht man sehr gern, dass man erstmal einen zentralen Ort nimmt, dann sie um die Ecke lotst, jetzt irgendwie in einem Hausflur, an einem Gebüsch irgendwo, also wirklich ganz übel die Tiere verkauft. Nun ist es soweit. Marie hat den Hund auf dem Arm und redet mit dem Händler. Der wird misstrauisch, sieht möglicherweise die versteckte Kamera. Der Reporter ruft die Tierschützer an. Ja. Okay, sie hat die. Nehmen wir raus. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Schalter um! Der Händler hat Marie-Louise den Welpen entrissen, rennt davon und wirft das Tier dann weg. Der Hund ist vielleicht 4 Wochen alt. Und so einen Hund einfach hier auf die Straße zu schmeißen und wegzurennen, das ist nicht nur Straftat nach dem Tierschutzgesetz, das ist auch ein Verbrechen an dem Tier und ein Verbrechen an der Menschlichkeit, so mit fühlenden kleinen Wesen umzugehen. Polizei, Gott sei Dank. Gott. Nee, wie man mit so einem Tier einfach umgehen kann. Das ist abartig, das ist... Er hätte dem Hund jetzt alle Knochen brechen können, indem er diesen Hund brutal auf den Boden geschmissen hat. Dreist meldet sich der Händler per Mail bei Marie-Louise. Ja, der Händler hat mir auch gerade vor einer Minute geschrieben, dass ich anrufen soll. Hallo? Ja, guten Tag, hier ist der Herr Klipstein. Ich wollte mal wissen, warum Sie gerade hier eine Straftat begangen haben und einen Hundewelpen ausgesetzt haben. Du kannst meine A** lutschen, du. Das ist Ihre einzigste Antwort darauf, wenn Sie Hundewelpen aussetzen. Ich werde deine Mutter in deiner Mutters stecke ich dir die Welpen. Wollen Sie mich hier bedrohen, beleidigen und noch weitere Straftaten begehen? Du wirst sehen, was mit dir passiert, du. Ja, dann ist doch gut. Die Polizei ist ja schon informiert. Wir haben Ihre Handynummern, es liegen mehrere Strafanzeigen gegen Sie vor. Alles klar, bis gleich. Jetzt zeige ich dir, wer ich bin, du Bastard. Gott, wir werden die Polizei über Sie informieren. Wir wissen ja, wer Sie sind. Sie sind ja enttarnt. Ich bin gleich bei dir. Das ganz typische Alltag gegen die Welpenmafia, dass man massiv bedroht wird, beleidigt wird, dass man zusammengeschlagen wird, dass Familienmitglieder bedroht werden, dass man mit Gewalt bedroht wird, weil man sich gegen das Geschäftsgebaren einsetzt. Das ist eindeutig, das ist mein alltägliches Brot. Ich habe mich damit mittlerweile abgefunden, aber man muss trotzdem jetzt vorsichtig sein, sich hier ein bisschen im Ort entfernen, wieder die Polizei kontaktieren, weil diese Leute gehen mit kleinen Hundewelpen schon so. Man kann sich vorstellen, was sie machen mit Leuten wie mir, die eigentlich ihr Geschäft kaputt machen. Das finden sie auch nicht zimperlich. Man muss also wirklich sehr vorsichtig sein. Erleichterung bei allen, als die Polizei eintrifft. Stefan Klipstein und Marie-Louise Ernst erstatten Anzeige. Dann haben wir aber den schon aus dem Arm gerissen. Dann ist er gelaufen langsam und wurde ein bisschen schneller und dann kam er schon und dann hat dann nur den Hund ihn vor die Füße geschmissen. Er sagt, dass er uns jetzt zusammenschlagen wird, 5 Leute kommen, dass er uns umbringen wird, dass er mich aufschlitzen wird und ja, das ist halt... Machen sie halt immer. Nehmen wir natürlich da auch noch eine Strafanzeige auf, wegen den ganzen Delikten, Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung. Genau. Wir haben tagtäglich damit zu tun. Und wenn der halt schon beim Landeskriminalamt in Berlin bekannt ist, dann gibt es da sicherlich Möglichkeiten für die Kollegen, die da spezialisiert drauf sind und sich damit auskennen, ihn ausfindig zu machen, wenn man die Mailadresse rausbekommt. Also ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass man dem Täter da habhaft wird. Das klingt eher verhalten. Selten wird einer der Händler empfindlich bestraft. Oft ist die Beweisführung schwierig. Und der Verkauf an sich ist lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Am nächsten Tag. Stefan Klipstein auf dem Weg ins Tierheim Berlin. Die meisten der Welpen, die Stefan den Händlern entreißt, landen erst einmal hier. Auch das Hundebaby der vergangenen Nacht. Begegnung mit einem alten Bekannten. Oscar. Ja, kennen Sie den noch? Hallo. Ja, schon ein bisschen her, ja. Ja, ne? Das ist ja gar nicht mehr. Das ist auch einer der Geretteten aus dem Welpenhandel. Die dann danach. Her, ja. Ja, ist eine Weile her schon, ne? Der war, sah aber noch ganz schlecht aus. Ja, das der war ja auch ein richtiger Kerl. Genau. Wenn die Tiere beschlagnahmt werden, dann muss sie ja jemand versorgen. Ne? Und das ist in dem Fall für Berlin eben das Berliner Tierheim.
Und da das für so Welpen natürlich nicht das Beste ist, gleich das Leben im Krankenstall zu beginnen, nehmen wir Pfleger und Angestellte eben oft die Kleinen mit nach Hause oder ins Büro, um ihnen so ein bisschen Alltag zu zeigen. Und ja, ich bin in die Praxis und habe gefragt, ob ein Hund das gebrauchen kann. Und die meinten, oh Gott, bitte nimm diesen Jack Russell. Er nervt, er war ziemlich aufgetreten. Ne? Also ich habe quasi gleich beim ersten Peppelwelpen versagt, in Anführungsstrichen. Ich wollte schon irgendwann einen Hund und wenn dann einen großen weiblichen. Und jetzt habe ich Oscar. Die Hunde vom Schwarzmarkt sind eine Belastung für das Tierheim. Traumatisiert durch die frühe Trennung von der Mutter, häufig elend und geschwächt. Ein Problem ist natürlich, dass sie meistens in sehr, sehr schlechtem Zustand sind. Das heißt, sie sind häufig sehr krank. Im schlimmsten Fall haben sie Parvovirose. Das ist eine ganz schlimme virale Erkrankung, die Durchfall und Erbrechen macht. Viele Tiere sterben daran. Wie sich herausstellt, ist auch das kleine Beagle-Mädchen, das Stefan und Marie in der vergangenen Nacht gerettet haben, mit dem gefährlichen Virus infiziert. Lucy, so heißt sie mittlerweile, ging es sehr, sehr schlecht. Sie hatte sehr starken Durchfall, Erbrechen, keine Nahrung ist mehr drin geblieben, sodass sie bei uns auf Intensivstationen gekommen ist. Diese Tiere wären dann bei uns Intensivpatienten und ungefähr 50% der Welpen schaffen das nur. Lucy braucht jetzt intensive Pflege. Die Kosten muss das Tierheim tragen. Sie kam an den Dauertropf. Sie hat eine Reihe von Medikamenten bekommen, Antibiotikum, immunverstärkende Medikamente. Also sie ist ansprechbar, sie bewegt sich, wenn man sie anspricht. Aber man kann doch nicht sagen, dass sie über dem Berg ist. Cookie, bitte! Cookie geht es nach Monaten intensiver Pflege und Behandlung inzwischen gut. Cornelia Neumann und Veterinärin Jeanette Köpsel sind froh. Eine letzte Routinekontrolle. Die kleine Cookie ist quietschfidel. Wir haben uns ja viel Mühe gegeben, hier dieses kleine Monster ans Leben ranzubringen. Und wie man sieht, ist es bester Dinge und hat sich zum Fressen gern. Und sie ist einfach, glaube ich, gerade ein bisschen genervt, wie so ein kleiner Hund halt so ist. Aber so benimmt sich eben ein junger, normaler, kleiner Welpe. Er ist halt unruhig, er ist zappelig, er ist halt wie so ein kleines Kind, ungeduldig, ganz normal. Am Anfang hiegen sie hier nur in den Seilen, hat die Augen kaum aufgekriegt. Also, dass sie mal 2 Minuten überhaupt wach war, war schon erstaunlich. Mir ist so ein Hund so lieber, als wenn er so ein kleines Ding mit dickem Bauch mich nur lieb anguckt und Mitleid erheischend ist. Weit über 1000 Euro hat Cornelia Neumann die Behandlung gekostet. Eine teure und nervenzehrende Erfahrung. Immerhin hat es sich gelohnt. Mal für mal, Wehwehchen für Wehwehchen mehr, ist sie ein ordentlich ans Herz gewachsen. Wie soll man widerstehen? Wird es auch die kleine Lucy schaffen? Marie-Louise hatte sie schon ins Herz geschlossen und würde sie sehr gerne aufnehmen, wenn sie denn durchkommt. Hunderten anderen Welpen droht weiter ein elendes Schicksal. Solange es möglich ist, sie einfach per Mausklick und zu Spottpreisen im Netz zu bestellen. Man muss an die Wurzel des Tierelends gehen und das ist beim Welpenhandel eben ganz klar, man muss die Händler bekämpfen und die Leute aufklären. Und deswegen habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Hundemafia in Berlin, aber auch an sich zu bekämpfen, dass das endlich aufhört, dass diese Tiere immer wieder neu produziert werden, immer wieder ins Tierheim kommen, immer wieder Welpen sterben, weil Leute die eben billig kaufen.